So, bin wieder da. Wenn du so viel Zeit mit dem dritten Teil brauchst, könnte ein fünfter Teil fertig sein, bevor du mit dem vierten anfängst. Wäre interessant. Weiß ich, wovon ich nachts träumen werde. Hab grad eine Idee gehabt. Ich komme hier nicht weiter, weil ich keinen zweiten habe, ne? Was ist denn, wenn ich das die Kinder machen lasse? Geht das? Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier in die Steckdose da stecken. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Ach, Papalapap, das hast du falsch verstanden. Ich habe das schon tausendmal gemacht und hat es mir etwas... Das ist logisch. ...geschadet? Also hopp hopp. Das ist Logik. Und nun? Gut festhalten, warten. Gleich geht's los. Ah! Aua. Hm? Sagte dir was? Keine Panik. Onkel Rufus, ist nichts passiert. Geil. Okay. Ja. Deswegen bin ich auch die ganze Zeit erstmal noch nicht drauf gekommen. So. Kann man die jetzt hier irgendwie als Schlafsack oder so? So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber. Na, na, na. Keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch. Oh, Victor. Vielleicht brauchen wir die Teigtaschen gar nicht dafür. Aber habe ich jetzt eigentlich gedacht. Weil es vier sind. Oh, cool. Sweet. Eine kleine Ghoul. Kommt mir irgendwie so ein bisschen vor wie Kenny aus South Park. Los, warum schlaft ihr nicht? Wir haben uns noch nicht zugedeckt. Zudecken? Ja. Wie Apfelkuchen? Nein, nicht wie Apfelkuchen. Wenn man Kinder zu Bett bringt, muss man sie zudecken. Wissen sie denn gar nicht? Weiß ich wohl. Wie eine Calzone, ne? Ja, wie eine Calzone. Dann, okay. Obacht, jetzt wird es aber so richtig gemütlich. Zunächst für mich, weil euer Rumgejammer dann endlich aufhört. Der Anhalter durch die Galaxis ist ja auch eine sechsteilige Trilogie, ja. Wer weiß, was da noch kommt. So, nun wird geschlafen. Ich weiß nicht. Rippchen Angst. Na na, jetzt macht euch mal nicht schlechter, als ihr seid. Ihr seid zwar blöd, aber doch nicht zu blöd zum Einschlafen. Dann wären ja sogar diese pennenden Skorpione da hinten klüger als ihr. Ach, mein Fehler. Die pennen ja gar nicht. Die lauern. Was ist los? Warum schlaft ihr nicht? Wir sind viel zu aufgeregt. Rippchen Angst. Wir müssen uns erst eine schöne Geschichte erzählen. Oh ja, eine Geschichte, eine Geschichte. Alter, was denn noch alles? Wie wär's mit Fernsehen? Das hatte ich ja schon rausgefunden. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow? Genau das Richtige zum Einschlafen. Was ist los? Warum schlaft ihr nicht? Wir haben Hunger. Euch ist zu kalt, ihr seid aufgeregt, ihr habt Hunger. Wir haben auch alles, ne? Aufs Klo müssen, der totale Klassiker. Also eigentlich... Halt euch Goalies Eimer. Wir haben nur Bratensoße dabei. Was ist los? Warum wir haben euch das Kopf so fällt euch um? Was ist los? Ach nein, euch das Kopf so immer zu viel gekriegt. So, eigentlich mit der Bratensoße bitte. So, Rotzis, Essen fassen, das wird euch schön müde machen. Okay. Ich ahne fürchterliches.
Mann, die haben ja vielleicht reingehauen. Sie haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen. Das heißt, ich kann jetzt weg? Oh. So wird man kinderlos. Kann ich da jetzt rein? Juhu. Das ist sie. Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Okay, wir haben jetzt einige... Haarwuchsplörrer, Hormonplörrer, Pilzplörrer. Werbetafel? 8-Bit-Burger-Pilzplörrer. Nur echt mit dem 16-fach getupften Schleimrohrschimmeling. Da bekommt man doch gleich richtig Werbung? Durst. Nein. Na gut, ich nehme Werbung mit. Ein Klempner und ein Obsthändler. Okay. Ha! Okay, und Plörrer. Und noch ein Krug. Und ein Spediteur. Kann man mit dem hin? Du kommst mir bekannt vor. Hast du Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Hatte? Was ist passiert? Er hat versucht, einen Steinblock mit dem Kopf zu zertrümmern. Und ich sag noch, übertreib's nicht mit den Pilzen. Ha. Egal. Mario. Lass mich einfach allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Spendiere gar nichts. Was ist das denn? Achso, okay, den kann ich nutzen. Ich habe einen Krug. Obsthändler? Du kommst mir bekannt vor. Bist du nicht dieser Promi-Hundefriseur? Na dran. Ich bin Obsthändler. Ich habe das Geschäft von meinem Vater geerbt. Man nannte ihn König Peach. Dann bist du ja der Erbe des berühmten König Peach-Imperiums. Das hieße ja, du bist... Alkoholismus gefährdet. Genau. Also, ja. Verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Nehmen wir den auch. Du Und kommst mir bekannt vor. Kenn ich dich irgendwoher? Kennst du die Comicbuchreihe Kalle der freundliche Yeti? Na klar. Ich bin ein großer Fan. Nein. Sag jetzt nicht. Doch, doch. Ich bin... Die wandelnde Vorlage. Was? Nein, ich bin der offizielle Lieferant des Autorenteams. Wobei es schon seltsam ist, dass sie ihre Schreibtische immer zur Tür rücken, wenn ich komme. Ich glaube, ich brauche noch mehr Alkohol. Also verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Will ich Ihnen jetzt einen Drink spendieren, oder was? Barkeeper? Ein neuer Kunde. Was kann ich für dich tun? Ich brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gerade erst reinbekommen. Ich weiß, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit gehört die nämlich mir. Träum weiter, Junge. Ich habe 5 Slotti dafür bezahlt. Und ich muss ja auch noch was verdienen. Das hieße ja... Sie kostet mehr Geld, als es in der ganzen Kanalisation gibt. Super. Genau. Eine unvorstellbare, nie dagewesene Summe. 6 Slotti. Ja, klar. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotti und sie gehört dir. Okay. Einen Humpen Plörre bitte. Gerne. Hast du denn die 5 Slotti dabei? Was denn? Barzahlung? Wie rückschrittlich. Da wo ich herkomme, da konnte ich Plörre einfach anschreiben lassen. Anschreiben? Wie so eine Art Kredit? Oh no. Dann könnten meine Kunden viel mehr trinken. Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Und ich würde viel mehr verdienen. Ja? Ich meine, ja klar. Das klingt gar nicht so übel. Bedien dich ruhig. Und wenn du meinen Gästen auch was bringst, kannst du dir gerne 2 Slotti Trinkgeld anschreiben lassen. Okay. 2 Slotti? Das sind 3 Leute, das sind 6 Slotti, ne?
kann ich die Nukleinsäure vielleicht auch anschreiben lassen? Pff, du spinnst wohl. Die ist immerhin ein Vermögen wert. Ich besorg das Geld schon irgendwie. Haha, das will ich sehen. 6 Lotte. Drei Herren, so drei Dings. Klingt nach einem interessanten Rätsel. Ja, an für sich zu leicht, aber ich will mir erst mit dem zu Ende Bild reden. Kann ich es haben? Nein, das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Wofür? Weil es sie aufmuntert. Im Gegenteil, es hält sie in einem permanenten Spannungsfeld der Unzufriedenheit. Aber es ist Elysium. Ein Sinnbild der Hoffnung. Auf ein besseres Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und ich bin nur noch einen Schritt davon entfernt. Willst du vorher was trinken? Hm, gerne. Nette Kundschaft. Ja, wenn man Freakshows mag. Sag mal, wie sprichst du denn von deinen Gästen? Na, schau sie dir doch an. Eine Parade aus Jammergestalten ohne jegliche Perspektive. Aber diese Jammergestalten sind immerhin deine Lebensgrundlage. Oh, das war gar nicht despektierlich gemeint. Ich bin nur Realist. Wenn es einem selber besser gehen soll, dann muss es allen anderen doch folglich schlechter gehen. Ja. Oder nicht? Was? Ich hab's. Nein, das geht auch anders. Ich hab's mir schon. Ach, du willst, dass es allen besser geht? Irgendwo muss ich selber kriegen. Wenn ich dabei bin, ja. Dann gestatte mir diese einfache Frage. Besser als wem? Ich mach mich dann mal wieder auf die Socken. Im Endeffekt... Du trägst noch Socken? War die Möglichkeit nur entweder hier drinnen oder im Rebellenlager, weil das sind die einzigen beiden, wo ich jetzt noch nicht reinkam. Außer es geht noch irgendwo weiter. Dann frage ich doch mal, was da ist. Ich sagte doch, lass mich allein, es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. One, Aloha und danke für deinen Host. Ja, ich würde ihm gern einen Drink spendieren. Was haben wir denn? Haarwuchsplörer? Hi, One! Danke für die 100 Bits! Das ist ja nett. Hormonplörer? Pilzplörer. Wer kriegt denn was? Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens, weil sich meine Gäste wie Affen aufführen, okay, wenn sie davon getrunken haben. Zweitens, weil es eine Heidenarbeit ist, die Haare aus den Krügen zu entfernen. Und drittens, weil es immer schwieriger wird, an die geheime Zutat zu kommen, seit meine Mutter in den Wechseljahren ist. Hey, Finger weg! Nicht? Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens, weil es die Kneipenmoral in nicht tolerablem Maße beeinträchtigt. Und zweitens gab es Beschwerden, dass sich die Wirkung des Getränks in manchen Fällen nur durch chirurgische Eingriffe wieder rückgängig machen ließ. Okay. Und Pilzblöcke? Hey, Finger weg! Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmelinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Host Pakt und zu führen, Witz vom... ohne dass sich die Kundschaft mit Schildkrötenpanzern bewirft. Gab es keine Meldung? Doch. Gab es nicht? Ich guck mir das nach dem Stream mal an. Aber Plörre kann ich haben. Warte. So. Doch, im Chat habe ich's. Im Chat gab's von, geht das über Schlumpfinchen. Aber, dass der das nicht abgespielt hat, ist ein bisschen komisch. Nachträglich konnte ich's jetzt. Dann machen wir jetzt alle mit Plörre voll. Das ist komisch. Muss ich mir nachher wirklich mal angucken.
Okay. Nachschub. Na, schau, endlich. So eine miese Plörre. Kein Vergleich zu der leckeren Pilzplörre, die sie hier früher hatten. Dafür gibt's aber kein Trinkgeld. Das schreibe ich mir gerade auf. Mario. Pilz. Plörre. Okay. Bei dem? Nachschub. Na, endlich. So eine miese Plörre. Kein Vergleich zu der leckeren Hormonplörre, die sie hier früher hatten. Dafür gibt's aber kein Trinkgeld. Hormon? Ich hab gelernt. Ach. Okay. Ne, der wird mir aber auch nicht angezeigt. Das ist noch komischer. Der wird mir nicht mal in dem Verlauf angezeigt von den Events. Dann hoffe ich mal, dass das eventuell nur einen kurzen Nachaussetzer hat, weil irgendwie so ein bisschen verschoben ist. Dann One, danke für dein Abo. Wie gesagt, ich guck mir das nachher dann mal an, warum das jetzt so. Nachschub, so ist. Endlich. So eine miese Plörre. Ein Vergleich zu der leckeren Haarwuchsplörre, die sie hier früher hatten. Dafür gibt's aber kein Trinkgeld. Der will Haarwuchsplörre, der Spedi. Ja, weiß ich nicht, ganz komisch. Einen weiteren echten Schlumpf im Dorf, ja. Das auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, also du hast Schlumpfine ja auch überfordert, ne? Also mit Host, Bits und Abo, also. Weißt doch, wie manche Frauen sind, aber bestimmt habe ich nicht gesagt. Hi, Schlumpfhähnchen. So, aber die wollen eine andere Plörre, wollen die hier. Was kann ich für dich tun? Ich mach mich dann mal wieder auf die Socken. Du trägst noch Socken. Multitasking bei Frauen, ja, genau. Boah, ich bin ja auch. Klar. Schlumpfigen kann man nicht überfordern, sie ist blond. So, ist doch klar, was ich da jetzt machen muss, oder? Wir haben Hormone. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Hormonplörre. Wir haben Haarwuchs. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Das ist ekelhaft. Und wir haben Pilz. Mit so einem Schleimrohrschimmeling könnte ich bestimmt ein leckeres Mischbier brauen. Aber woher nehmen und oder stehlen? Ach, nee. Kann ich nicht mit dem? Muss ich mir jetzt einen Pilz holen, oder was? Ich weiß ja, wo Pilze sind, aber kriege ich da was? Kann ich da irgendwie... Na, das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Krug Pilzplörrer aus. Okay, das war der falsche. Lach du nur. Aua!
War das der, der sich abschüttet? Na, das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Pilz aus. Dann nicht wundern, ein Pilz. Aua! Warum kriege ich die denn nicht? Okay. Die dachte sogar, ja. In der Welt. Uns ab heute auch in einem. Genau. Na, das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Krug Pilzplörer aus. Muss doch irgendeinen von den Pilzen muss ich doch benutzen können, oder nicht? Na, das sieht mir doch genau nach der zentralen Zutat für einen gepflegten Krug Pilzplörrer aus. Auch nicht. Aua! Mir fehlt eigentlich nur noch Pilzplörrer. Na, das... Wie komme ich denn an irgendeinen von den Pilzen dran? Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Wo ist dein Anhang? Er? Ach, die Kekse. Keine Ahnung. Hab ich irgendwo liegen lassen. Aber darum geht's auch gar nicht. Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Ich bin keine Hexe, du Flegel. Weiß ja auch egal. Hallo, Scarafas. Ist es jetzt, wo ich so einen Pilz finde oder nicht? Zufällig weiß ich es. Ja. Und welcher ist es? Einer stimmt. Von denen hier? Dreimal ist richtig, darfst Mann. Du raten. Na, wenn's weiter nichts ist. Jetzt hab ich gerade nicht aufgepasst. Weiß, stimmt's? Du hast es erraten. Glückwunsch. Hier. Nimm ihn ruhig. Ekel. Danke. Der hat eh immer sehr gejuckt. Gerade Pilze im Bild. Und wie auf Kommando, schlumpfiges Hallo, Scarafas, ja. Kommt halt immer zum pilzigen Moment. Das wird lecker. Boah. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Ja, mit Fußpilz. Boah. Das ist ekelhaft.